Ja, dann möchte ich gerne alle begrüßen zur ersten Session hier bei der Foskis. Wir haben zwei Vorträge in dieser Session. Die ist also etwas kürzer als die gestrigen. Und dann haben wir also um 10 Uhr eine Kaffeepause. Und jetzt möchte ich mal zunächst begrüßen Carina Weidhofer und Christoph Haselberger, die uns was zu GIS und CMS und ihrer Kombination zu erzählen haben. Bitteschön. Danke. Ich wünsche auch einen guten Morgen. Willkommen am dritten Tag der Foskis hier in Salzburg. Wir haben jetzt sehr viel die Komponenten auch kennengelernt und wir haben ein praktisches Anwendungsbeispiel von Open Source Technologien. Mein Name ist Christoph Haselberger. Ich arbeite für das Unternehmen BLP Geoservice. Das ist ein mittelständiges Ingenieurbüro, tätig im Bereich technische Geologie, Kultur- und Wassertechnik. Aber wir machen auch sehr viel im Bereich von Open Source GIS-Systemen für die Geodatenverwaltung, Erfassung und Visualisierung, aber nicht nur Geodaten, auch Umweltdaten. Meine Kollegin möchte ich vorstellen, das ist die Carina Weidhofner. Sie arbeitet für das Unternehmen XNet Services. Beide Unternehmen haben einen Hauptsitz in Linz. Es ist ein sehr innovatives Unternehmen und ist hauptsächlich, also ist eigentlich nur mit Open-Source-Technologien unterwegs im Bereich Netzwerktechnik, Servertechnologien, Softwareentwicklung, Webapplikationenentwicklung. Stimmt das so? Genau. Okay. Kurz zum Inhalt der Präsentation. Als erstes möchte ich gerne das Impact2C-Projekt vorstellen und was in dem Projekt eigentlich gegangen ist und auch die Partner erwähnen sowie die Ergebnisse. Und dann kommen wir eigentlich zum visuellen zur visuellen Darstellung der Ergebnisse. Die werden dargestellt in einem Impact2C-Webatlas. Da möchte ich gerne den technischen Aufbau erklären. Wir werden den technischen Aufbau erklären, einen Überblick der Server darstellen und die verwendete Software. Wir haben dann eigens einen Uploader kreiert. Den wird dann meine Kollegin die Carina vorstellen. Den Impact2C-Webatlas, die Webseite direkt, werden wir auch durchgehen. Ausblick und Fazit. Einmal zum Projekt, also der Projekttitel Impact2C. Was kann man darunter verstehen? Impact2C, also was würde bei einer 2-Grad-Erwärmung, was würde das für Folgen haben? Das ist ein Forschungsprojekt, was im Oktober 2011 von der Dauer von 4 Jahren gestartet wurde. Wurde gefördert von der European Union 7th Framework Program. Teilgenommen haben da 29 unterschiedlichste Institutionen aus 17 Ländern und die wurden aufgeteilt in 15 Work Packages. Einige der Partner, wir haben gesagt, wir werden die Partner auch erwähnen, die Projektpartner. Ein paar möchte ich im Vordergrund bringen, das Helmholtz-Zentrum Gestacht, das ist ein Institut für Material- und Küstenforschung, oder auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Aus Österreich haben wir auch einige Vertreter, da möchte ich hervorheben die Universität Graz und Uranium Research, Met Office aus Großbritannien, die WHO hat sich beteiligt und auch die Europäische Kommission, unter anderem natürlich. Die Federführung in dem Projekt und die Koordination übernimmt das Climate Service Center Germany, GERIX. Das ist eingegliedert in das Helmholtz-Zentrum Gestacht, mit Sitz in Hamburg. Und die Leiterin ist dort die Daniela Jakob. Und für Fragen zum Projekt selber würde ich die Svante Breuschmann empfehlen. Die war die Projektkoordinatorin und Ansprechpartnerin Nummer 1. Und für technische Fragen zum Projekt empfehle ich den Andreas Hensler. Zu den wissenschaftlichen Fragestellungen des Projekts. Dieses Projekt hat sich also mit folgenden drei Fragestellungen beschäftigt. Wie wirkt sich eine potenzielle globale 2-Grad-Erwärmung auf verschiedenen Regionen und auf unterschiedliche ökonomische Sektoren aus? Diese Fragestellung wird eigentlich sehr gut vom Webatlas visualisiert. Die anderen zwei Fragestellungen, was sind die Unterschiede zwischen einer 2-Grad- und einer 3-Grad-Erwärmung und was kann man alles mit einer Erwärmung von 2 Grad Celsius statt 3 Grad verhindern? Jetzt zum Projekt selber.
Also es wurden unterschiedliche Klimamodelle und Methoden verwendet für unterschiedliche Bereiche. Also Bereiche im Wasser, Energie, Infrastruktur, Küsten, Tourismus, Forst und Landwirtschaft, Ökosysteme, Gesundheit und Luftqualität. Und diese unterschiedlichsten Klimamodelle und Methoden, die waren teilweise schon vorhanden, die Modelle wurden aber auch teilweise entwickelt. Und diese Modelle visualisieren ökonomische und ökologische Risiken. Also es wird damit die Auswirkungen an 2 und 3 Grad Erwärmung in Europa und besonders gefährdeten Gebieten in Afrika, Malediven und Bangladesch, nur mal zur geografischen Einschränkung, versucht zu analysieren. Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes, wenn man davon ausgeht, dass durchschnittlich die globale Erwärmung von 2 Grad Celsius wirklich erreicht wird, dann wurde festgestellt, dass es eine signifikante Änderung der klimatischen Bedingungen mit sich bringt. In Europa kann man feststellen, stärkere Erwärmung in Nord- und Osteuropa im Winter, stärkere Erwärmung in Südeuropa im Sommer. Die Anzahl der Hitzewellen wird steigen, die Anzahl der Kältewellen wird abnehmen, die Frost-Auftauzyklen werden sich verringern und mehr schwere Niederschlagsereignisse werden, muss man erwarten. Also wenn man jetzt die letzten Jahre das Wetter oder das Klima betrachtet, dann treffen eigentlich schon einige dieser Faktoren zu. Vor kurzem erst in Bayern das schwere Niederschlagsereignis. Also wir sind mittendrin. Jetzt etwas genauer zum Atlas. Also die Ergebnisse waren ursprünglich vorgesehen für diesen Atlas, sollten in einer analogen Atlas publiziert werden. Aber intern haben dann die Projektpartner diskutiert, ob es nicht viel sinnvoller wäre, einen digitalen interaktiven Atlas zu entwickeln, weil einfach die Ergebnisse, weil das auch freie Ergebnisse sind, frei nutzbar, am besten zugänglich gemacht werden für Entscheidungsträger, für die Bevölkerung, für die Wirtschaft und so weiter. Ziel oder Auftrag für den Webatlas war einmal, die technische Infrastruktur sollte so gestaltet werden, dass die Projektpartner oder die Koordinatoren den Atlas selber aufbauen können. Also eigenständiger Aufbau, eigenständige Gestaltung, das heißt mit Styles, eigene Layer, die Layer selbst reinladen, benennen, Text und so weiter, selbst gestalten. Während des Projektes wurde eigentlich dann schon für die Visualisierung ein innovatives Story-Topic-Format entwickelt. Dieses Story-Topic-Format enthält dann die Ergebnisse, also wir sehen das dann genauer in unserem Live-Beispiel. Wichtig ist, dass der Atlas diese interdisziplinären und transdisziplinären Ergebnisse visualisiert. Und eine Bedingung war auch, dass der Atlas aus Open-Source-Technologien, also im GIS-Bereich und CMS-Software gestaltet wird. Der Atlas vereint dann die Karten, Statistiken, Diagramme und auch den textuellen Inhalt und natürlich alle räumlichen Untersuchungsgebiete. Die Datenquellen für den Atlas stammen aus diesen Klimamodellen und Klimamethoden, den unterschiedlichen. Also das sind die Ergebnisse dieser Klimamodelle. Wichtig ist, also diese Daten waren sehr heterogen, unterschiedliche Koordinatensysteme, unterschiedliche Formate und es war sehr wichtig, dass wir sie einmal auf ein Koordinatensystem geeinigt haben. Also es ist gleich mal rausgekommen, natürlich der Atlas soll die Erde darstellen, also global. Und aufgrund der Ergebnisse der Klimamodelle, weil der Großteil der Klimamodelle Latitude- und Longitude-Koordinaten als Ergebnisse lieferte, war es eigentlich aufgelegt, dass wir das geografische Koordinatensystem mit dem EPSG-Code 4326 verwenden. Diese Klimamodelle lieferten auf der einen Seite Vektordaten aus Shapefile, da hat es keine Diskussion gegeben, also Shapefile ist als filebasierendes Vektordatenformat eigentlich momentan ein guter Standard. Und die Rasterdaten als NetCDF-File. NetCDF, da haben wir ein bisschen länger diskutieren müssen. Wir wollten das wegdiskutieren, aber die Klimaforscher sind halt von dem NetCDF-File sehr überzeugt. Und NetCDF-File hat ja den Vorteil, dass man das freigestalten kann mit den Spezifikationen, was für uns natürlich wieder schwieriger war, dieses NetCDF-File zu homogenisieren. Jetzt haben wir sie auf einen Standard festgelegt, auf die
Cortex-Spezifikation zur Erklärung des Cortex. Das ist ein vorhergehendes Projekt vom Climate Service Center und die haben da so eine NetCDFL-Spezifikationen definiert und anhand dieser Spezifikationen haben wir dann jetzt ein einheitliches NetCDFL bekommen. In welcher Auflösung geht es? Also sehr grob auflösend, 0,5 Grad, teilweise 0,25 Grad oder 0,125 Grad. Also betrachtet man das in einem größeren Maßstab, dann sieht man sehr deutlich die Pixel. Deswegen haben wir dann auch Maßstabsbeschränkungen eingeführt bei der Visualisierung. So, jetzt würde ich gerne den zweiten Teil meiner Kollegin übergeben. Die kennt sich mit im Detail ein bisschen besser aus als ich. Genau, unsere Serverstruktur. Wir haben praktisch unseren Uploader, wo die Workpackage-Mitglieder ihre Daten hochladen. Die NetCDF-Files haben wir filebasierend abgelegt. Die werden dann in den Geo-Server, GIS-Server über das NetCDF-Plugin reingeholt. Die Shape-Files haben wir mit dem Shape-to-PGSQL in die Postgres-Datenbank gespielt und werden dann über das PostGIS-Plugin abgeholt. Und der Webatlas holt sich dann, oder das CMS-Framework holt sich über das VMS-Service, über OpenLayers dann die Layer rein. Das ist einmal der Grobaufbau. Kurz zur Serverstruktur. Ganz oben der ArcDoc-Server, das war schon ein bestehender Server für das Dokumentensystem vom Climate Service Center. Dann haben wir praktisch den Postgres-Server, der hat 8 GB RAM und 2 CPUs, sowie der CMS-Server und der Geo-Server. Man kommt praktisch von extern einmal auf den Impact2C-Web-Server und wird dann eigentlich die Anfragen werden dann intern über einen Redirect-Server weitergeleitet. Die Open-Source-Software, was wir verwendet haben, also für das CMS-Framework, eben Python und Django, das Django-CMS, Datenbank eben die PostgreSQL mit der PostGIS-Erweiterung und die GIS-Software eben den Geo-Server mit OpenLayers 3. Der Uploader basiert auf Python und Django. Ein Workpackage entspricht einem Arbeitsbereich im Geo-Server, da wir einige, also es hat 15 Workpackages gegeben, da sind aber sehr viele Projekte drinnen, also meistens 5 bis 10. Jetzt haben wir gesagt, müssen wir das dann im Geo-Server irgendwie aufteilen, sonst entsteht da ein bisschen durcheinander. Jetzt haben wir das so gegliedert. Beim Uploader kann man die Projektion auswählen. Es war auch angedacht, dass man den EPSG-Code 3034 verwendet oder den 3875 oder 57. Und die meisten haben aber dann den 4326 verwendet. Die zeitlichen Perioden der Modelle haben wir auch noch untergebracht. Grundsätzlich kommuniziert der Uploader mit der GeoServer REST API. Dort werden automatisch beim Hochladen die Layer angelegt. Die Koordinatoren haben dann für die einzelnen Layer noch die SLD-Files und die Styles geschrieben. Und beim Upload zeigen wir den Workpackage-Mitgliedern die kurze GeoServer-Preview, ob ihre Daten richtig liegen, ob sie richtige Projektion ausgewählt haben, ob alles richtig gelaufen ist. Gut, dann komme ich schon zu meiner Live-Demo, zum Uploader. Genau, das ist die kurze Übersicht. Man hat da praktisch sein Workpackage ausgewählt und das Topic dazu. Ich nehme jetzt da die Snow Season Length als Beispiel her. Die Workpackage-Mitglieder haben einen Titel, einen Kurznamen vergeben, die Story ausgewählt, wo das dann einsortiert wird.
das Workpackage, die Projektion und die zugehörigen Perioden, die Sie darstellen wollen. Perioden haben Sie definiert 1971 bis 2000, dann die 2-Grad-Periode, dann das Climate Change Signal für die 2-Grad-Periode, also was ist wirklich der Unterschied? Und die 3-Grad-Periode, also die Veränderung für die 3-Grad-Periode. Was wir auch noch implementiert haben, sind die Seasons, also praktisch für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wenn es da noch spezielle Ergebnisse gibt. Dann haben wir hier die Startseite. Wenn man noch irgendeinen bestimmten Begriff suchen möchte, kann man, also es sind alle Geschichten, Stories, Topics volltext indiziert. Dann haben wir hier die Stories, also Klima, Tourismus, Energie, Gesundheit, Landwirtschaft, Wasser, die Küstenregionen und die Non-European Hotspots, also da sind dann Afrika, Bangladesch und die Malediven abgebildet. Wir haben jetzt als Live-Beispiel die Snow Season Lengths zum Herzeigen gewählt. Was kann man dazu sagen? Man hat links eben die Karte und rechts den Text. Bei den Karten wird standardmäßig die Periode 1971 bis 2000 gezeigt. Dann kann man da oben praktisch wechseln. Man hat auch kleine Tooltips, da wird das nochmal ein bisschen erklärt, was zeigt jetzt diese Periode. Da wechselt man eben zwischen den Karten. Für das Climate Change Signal, für die 2-Grad-Periode, gibt es auch die Perzentile. Die kann man dann da rechts anzeigen. Man kann sie dann auch ein Perzentil vergrößern. Und wenn man dann zoomt, wird auch da links die Karte mitgezoomt, damit man das ein bisschen vergleichen kann. Dann selbiges für die 3-Grad-Periode. Da unten hat man dann noch die Legende dazu. Man kann, wenn man sie, wir haben mehrere Hintergrundkarten, zum Beispiel die OpenStreetMap von der Firma EUX. Dann haben wir auch noch die OpenStreetMap von Terrestris verwendet. Danke an die Kollegen von Terrestris. Man kann dann auch praktisch das ein bisschen die Farben kann man dann die Helligkeit also verändern, damit man wirklich sieht, wenn man da jetzt ein bisschen reinzoomt, was da, welcher Bezirk ist da betroffen oder welche Region, dass man das ein bisschen sieht. Und man sieht, wenn man da jetzt reinzoomt, dass das sehr pixelig ist. Ja, gibt es noch irgendwas zum Sagen? Fällt dir irgendwas ein? Also am besten selbst ausprobieren, spielen. Genau, also gut, dann gehe ich wieder zurück. So, jetzt wird das. Warum sind die Bildschirmpräsentationen? Und Start. Nein, du nicht. Ja. So. Vor allem die Startseite. Ja, was ist jetzt der Ausblick von diesem Projekt? Das Projekt ist eigentlich jetzt so weit einmal abgeschlossen gewesen, ist bei der Klimakonferenz von November, also 30. November bis
Mitte Dezember präsentiert worden in Paris. Der Ausblick wäre es, Schnittstellen zu anderen, zu Plon oder anderen CMS-Systemen zu machen, damit man eben das vergrößern kann, das Projekt, den Klimaatlas, noch weitere Modelle reinbringen, das CMS-System ausbauen, eventuell noch Diagramme mit der Karte, mit der interaktiven Karte verbinden, das Responsive Design verbessern, damit man es auch am Tablet gut verwenden kann oder Anwendung auf andere Projekte, eventuell einmal die Software wieder updaten, weil das ist ja doch schon ein Nachteil her jetzt. Unser Fazit ist, dass also die Anforderung war eine anspruchsvolle und interaktive Präsentation der Ergebnisse, Aufbau der Infrastruktur für verschiedene Karten oder auch andere Projekte, also eher generisch, die Harmonie zwischen Map und Text, die Homogenisierung der heterogenen Daten, das war eigentlich fast die größte Herausforderung, muss ich sagen, und das einheitliche globale Koordinatensystem. Dann haben wir noch ausprobiert, auch PostGIS Raster mit dem Image Mosaic JDBC Plugin. Da haben wir ein bisschen Probleme gehabt, deswegen haben wir dann die NetCDFS filebasierend abgelegt. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Gibt es dazu Fragen? Die letzte Aussage mit dem PostGIS Raster und dem Plugin gab es Probleme. Ja. Die Frage war, welche Probleme es mit dem PostGIS Raster Plugin gab. Also es war so, wir haben anfangs die NetCDF-Files ganz normal mit dem Raster2PGSQL importiert. Das war auch kein Problem. Wir haben dann auch ausprobiert, diese Daten aus der PostGIS-Datenbank mit QGIS zu holen. Hat sehr gut funktioniert. Nur über das ImageMosaic-JDBC-Plugin ist bei manchen Zoom-Stufen zu Pixelsprüngen gekommen. Das heißt, man hat dann, das hat aber immer, war immer anders. Das heißt, man hat wo reingezoomt und dann ist das Bild einfach gesprungen. Und wir haben das dann auch mit Leaflet probiert, über eben den Geo-Server das abzuholen. Und wir sind dann eigentlich, wir haben auch in der Community nicht wirklich dann eine Antwort drauf bekommen. Wir haben wirklich lange gesucht und eben die einzige Lösung war halt dann, dass wir es filebasierend ablegen. Also wir sind nach wie vor auf der Suche, dass man das vielleicht doch in die Datenbank bringt. Aber leider ist es uns noch nicht gelungen. Sind noch weitere Fragen? Also ich kann mir sicher vorstellen, aber das, die haben am Schluss ja auch noch gesagt, dass dieses Daten von verschiedenen Leuten zusammenbringen sicherlich ein großes Problem ist. Hattet ihr da feste Stile, konnte man sagen, also das ist so ein abgeschlossenes Set an Karten, also Daten, die man hat, die man visualisiert und dafür haben wir auch Kartenstile, die man fest entwickeln kann? Oder also die Kartenstile selber, die Visualisierung, übernahmen die, meistens die Frau Breuschmann, die hat jetzt selbst die Stile festgelegt, aber die Daten selbst, also durch die Spezifikation, durch die Cortex-Spezifikation, sind die Daten alle gleich gekommen, nur mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also die Ausdehnung war gleich, die Koordinatensysteme haben passt. Wichtig war einfach, dass man durch Diskussion festgelegt hat, man verwendet einen einheitlichen Standard. Genau, weil die haben Karten geliefert, haben gesagt, das ist der EPSG-Code 3034 und dann sind wir aber eigentlich beim Importieren draufgekommen, dass es eigentlich E4326 ist, nur die haben das vielleicht auch nicht so gewusst, wie sie es richtig exportieren können mit ihren Python-Skripten, das ist ja, also Und vor allem, die haben die Ergebnisse so und so in Latitude-Longitude-Koordinaten bekommen und dann umformen in ein anderes Koordinatensystem. Da sind zu viele Fehler passiert. Das haben wir gleich gesagt, wir verwenden das geografische Koordinatensystem. Okay. Dann, wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich mich bedanken und wir haben 5 Minuten zum Wechseln in den anderen Raum. Dankeschön.